Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem Drogerie-Make-up-First-Impression-Video. Ich habe hier wieder komplett Produkte für ein Full-Face-Make-up. Mit Sachen, die ich nicht kenne, wo ich keine Erfahrung habe, wo ich gemeinsam mit euch gucken möchte, was sich davon lohnt und was nicht. Alle Sachen davon sind in der Infobox verlinkt. Falls ihr was kaufen wollt, checkt gerne die Infobox ab. Und wundert euch nicht, dass ich ein bisschen dramatisch aussehe. Gefühlt der Satz in jedem meiner Videos, ich sollte mir Gedanken machen. Ich lasse meine Augenbrauen gerade massiv wachsen, weil ich fahre jetzt demnächst nach Berlin und lasse sie da von einem Profi wieder in Form bringen und deswegen sehen die dramatisch aus. Und gestern hatte ich eine Gesichtsbehandlung und das nach vielen Monaten, da wurde alles hier aufgepiekst und gemacht und sonstiges. Deswegen ist hier gerade eine wilde Geschichte drumherum. Das soll uns aber nicht davon abhalten, hoffentlich einen richtig heftigen Look zu zaubern. Ich bin nämlich nachher auf dem Weihnachtsmarkt und hoffe, ich kriege es hin. Ich bin gespannt. Und ich würde sagen, lass uns nicht lang schnacken. Lass uns direkt damit anfangen. Oh, ich habe meinen Rhyme verkackt. Lass uns direkt damit anfangen, Make-up drauf zu packen. Cheer! Wir beginnen mit einem Eyeshadow Primer und zwar von Essence Prime Like a Boss Eyeshadow Base. Intensiv, long lasting, no creasing. Ich benutze auf der rechten Seite, also da wo meine Piercings sind, Produkte, auf die ich vertraue, wo ich weiß, dass sie mit allem funktionieren. Das mache ich, damit wir wissen, wenn ein Produkt nicht funktioniert, liegt es am Produkt oder woran. Weil vorher war es so, dass ich Sachen benutzt habe und dann wusstest du teilweise nicht, liegt es jetzt am Primer, dass das Produkt, also zum Beispiel die Foundation nicht funktioniert, oder liegt es an der Foundation? Und wenn ich benutze zum Beispiel auf der Seite von meinen Piercings einen Primer, wo ich weiß, er funktioniert mit jeder Foundation und ich benutze da auch gleich eine Lidschattenbase, also einfach einen Concealer, den ich da feiere, dass ihr da Bescheid wisst. Oh, der Essence Primer ist so ein cremiger Silikon-Primer. Ich mag immer welche, die ein bisschen Farbe haben, weil ich halt auch immer so verfärbte Augenstellen habe. Das ist bei mir halt immer so ein Ding. Das ist jetzt ein Silikon-Primer. Also der halt, ne, so als Base. Ihr seht gleich den Unterschied, den ich meine. Ich mag das immer, wenn ich Lidschatten-Primer benutze, die so farbgebunden sind oder einfach Concealer, von denen ich weiß, die funktionieren gut als Lidschatten-Primer. Hier habe ich jetzt von Nabla den Close-Up-Concealer, verlinke ich euch auch. Alles in diesem Video ist selber gekauft, außer dieser Concealer, den habe ich PR-mäßig bekommen. Und der Primer, den ich benutze, die habe ich beide vom Online-Shop Purish. Das ist ein Partner von mir seit vielen Jahren. Da habe ich auch einen Rabattcode für meine Expertenseite. Das ist eine Seite, wo ich euch alle Sachen zeige, die ich von Purish feiere und liebe. Also wenn ihr da neugierig seid, checkt das gerne ab. Aber ansonsten ist alles hier selber gekauft. Ist jetzt auch keine gesponserte Werbung oder so. Aber ich benutze meistens in Videos von denen halt den Primer, den ihr gleich seht, und diesen Concealer, weil das halt Produkte sind, wo ich immer weiß, sie funktionieren. Guck mal, und so finde ich es einfach eigentlich schöner, wenn schon direkt so ein bisschen das Ganze Farbe hat und so ein bisschen dadurch kaschiert ist. Sei es dadurch, dass man einen Lidschattenprimer hat, der so ein bisschen Farbe hat, oder durch einen Concealer. Schauen wir mal. Ich habe hier jetzt als Lidschattenpalette die Catrice Vintage Soul Palette, Slim Eyeshadow Palette. Da gehe ich erstmal in diesen Ton Sheer und sette damit so meine Lidschattenbase. Ich weiß nicht, ob es die hier auch bei Purish gibt. Wenn ja, verlinke ich sie euch, weil ich habe alles jetzt hier in der Drogerie gekauft. Aber bei Purish kann man halt nochmal sparen, das ist das, ne? Weil ich weiß, die haben auch ein paar Drogeriesachen. So, ich gehe jetzt hier drüber. Also ich muss sagen, Catrice Paletten sind eigentlich immer Paletten, die mich persönlich nicht so überzeugen. Ich finde die immer so vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, die haben schöne Farben, aber ich finde die Arbeit damit immer eher geht so. Aber ich habe jetzt mit der hier keine Erfahrung und das sind eigentlich Farben, die viele ansprechen, deswegen dachte ich, teste ich die mal für euch aus. Muss überlegen, was ich jetzt für einen schönen Look zaubern könnte. Ich gehe jetzt außen in diesen dunkelweinroten Ton, Crimson. Ich hoffe, er ist gut, weil solche Farben wie dieser dunkelweinrote Ton und dieses lila-mäßige, schreibt mir gerne, wie man sowas besser nennt als lila, sind immer sehr schwer. Also zum Beispiel in der Farbe habe ich noch nie einen Liquid Lipstick gefunden, wo es kein Drama gab, weil die waren immer nicht deckend, die waren immer nicht farbintensiv genug, immer fleckig, immer komisch. Also das ist für mich die schwierigste Farbe, die es bei Liquid Lipsticks gibt. Ich gehe jetzt hier außen erstmal so ein bisschen entlang. Okay, also ich muss sagen, bei der Essence Eyeshadow Seite
nachdem ich jetzt mit dem hellen matten Ton rübergegangen bin zum Setten, sieht schon gut aus. Also ich hätte gedacht, dass es mehr Farbe schlucken könnte. Ich habe aber allgemein sowieso echt schlechte Erfahrungen mit Drogerie-Eyeshadow-Primern. Also ich bin da echt therapiert. Ich hatte da bisher keinen, wo ich sage, oh, richtig, richtig klasse. Aber ich probiere es immer wieder. Ich benutze aber auch oft gerne einfach Concealer als Lidschattenbase. Das ist dann immer ganz verschieden. Ich habe aber auch das Gefühl, wenn ich das jetzt miteinander vergleiche, dass... Nein, Digga, das ist, glaube ich, nur mein Gefühl, dass das ein bisschen farbintensiver hier ist. Also ich frage mich immer, wenn ihr da Tipps habt, sagt mir das gerne. Wie machen YouTuber das, dass hier die Kamera ist und sie sich schminken, aber die ganze Zeit zu euch gucken? Also ich bin ja, was so Techniksachen manchmal angeht, richtig dumm. Also wenn ihr da klüger seid als ich, freue ich mich immer über eure klugen Tipps. Oh, jetzt ist hier so ein Silber und so ein Moondust und Fantasy und Candlelight. Das sind jetzt drei schöne Farben. Ich gehe auf jeden Fall in den Grauen, weil das jetzt so ein Look, den ich jetzt nicht so oft habe. Das ist ein schönes Grau Moondust. Grau, also was heißt Grau? Grau-Silber arbeite ich auch nicht so oft. Okay, der sah auf meinem Handrücken um einiges intensiver aus, als er jetzt gerade tut. Also ich finde auch bei meinem Hautton sind so, ja, so Pastellfarben und Fliederfarben, da kannst du jetzt nicht so viel mit anfangen, weil ich finde, das sieht man einfach bei mir kaum. Er ist auf jeden Fall viel, viel intensiver auf dem Handrücken gewesen, als er jetzt gerade ist. Also das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Oh, hoffentlich wird das so ein schöner, romantischer Look. So, okay, also, ja, das ist halt, okay, die Farbintensität ist hier echt, guck mal, ich gehe echt viel rein, ihr wisst, ich bin grober Schminktyp. Und man sieht halt auch kaum den Schimmer auf dem Auge, das finde ich gerade super schade, weil das ist das, was ich hier gerade echt schön fand. Aber auf dem Auge wirkt er eher so ein bisschen langweilig, ein bisschen kacke. Ich hoffe, dass der Look bis heute Abend auch gut aussieht. Ich mache das ja immer bei meinen Make-up-Videos so, ich trage den Look den ganzen Abend, also von morgens bis abends, und dann gucken wir abends, wie sich das Ganze gemacht hat. Und das heißt halt auch, wenn bei mir was komplett verschmiert, laufe ich den ganzen Tag verschmiert damit rum, damit ihr halt seht, wie das ist, weil ja, das Make-up schön korrigieren kann ja jeder. Und dass das Make-up direkt nach dem Schminken gut aussieht, ist jetzt auch nicht so die Hürde. Okay, das wirkt auf dem Auge viel langweiliger, als ich mir gewünscht hätte. Also da sieht man ja nicht ansatzweise den krassen Effektschimmer, den man jetzt auf dem Handrücken hatte. So, gehen wir nochmal in den anderen Ton. Oh, das ist der falsche Pinsel. Der falsche Pinsel! Ich bin ein bisschen hyperaktiv. Keine Ahnung warum. Bei uns hat es voll geschneit in Schleswig-Holstein. Hammer krass. Letztes Jahr hatten wir Weihnachten komplett ohne Schnee. Dieses Jahr ist knöchelhoch Schnee gewesen. Die Hunde freuen sich. Ich habe Gott sei Dank so einen Schneeanzug. Hat mein Mann mal zu mir gesagt. Er sagt, ey, probier den doch mal an. In Leopardenmuster auch noch. Ich so, nee, das sieht bestimmt doof aus. Er so, nee, mach mal. Ich glaube, das könnte gut aussehen. Also Leute, wenn ihr einen guten Schneeanzug findet, kauft euch den. Und der war, glaube ich, auch nicht so krank teuer. Ich glaube, der hat vielleicht 40, 50 Euro gekostet, was natürlich viel ist für sowas. Aber es gibt halt auch welche für 100, 200. Und da fand ich den vom Preis schon ganz gut. So, jetzt gehen wir in den inneren Bereich. Da nehme ich sowas Rostiges oder sowas... Nee, nehmen wir mal das Rostige. Ich glaube, das andere könnte sich mit dem Grau doof vermischen. Es gibt ja auch von Catrice diese Paletten, wo du halt gar keine Erhöhung hast zwischen den Farben. Das feiere ich halt auch einfach gar nicht, weil ich bin immer so ein grober Typ und dann hast du die eine Farbe beim anderen drinne. Ah, nee. Aber Catrice hat kranke Sachen. Also ich habe auch heftige Drogeriefavoriten bei Catrice, aber... Lidschatten gehören nicht dazu. Bruder, wie oft soll ich denn da reingehen, damit du mir ein bisschen Farbe hier mehr gibst? Was soll das denn? Mach dich mal nicht so teuer. Boah. Ich versuche immer mehr so tupfende Techniken. Das hat mir New Faces Beauty in Berlin beigebracht. Dass du mit so tupfend immer, hast einfach, weiß nicht, verblendet sich das schöner. Verschmierst du nicht so viel. Guck mal, und ich habe jetzt wirklich bei dieser Palette schon Farben genommen, die halt farbintensiver sind. Was glaubst du, wie lange du bei so einem Flieder vielleicht irgendwie rumfummeln musst, bis du da mal was Poppiges hast? Ah, da muss ja echt viel hier, da reicht auch kein Tupfen mehr, da werde ich langsam stinkig. Wie lange soll ich denn hier sitzen und versuchen, was Farbe aus hier rauszuholen? Also ich bin halt auch niemand, der es mag, Farben lange aufzubauen. Ich mag das, wenn die Farben relativ schnell bam am Start sind und du sie dann soft verblenden kannst, anstatt 100 mal reinzugehen. Guck mal, hier sieht das jetzt auch, also auf der Essence-Seite sieht es intensiver aus als auf meiner. Spannend. Sehr, sehr spannend. So, ich verblende hier erstmal ein bisschen rum und dann geht's hier weiter. Also ich finde es ganz schrecklich, ganz schrecklich, ganz, ganz schrecklich einfach nur, was soll ich dazu sagen? Ich sehe aus, als hätte ich auf die Fresse bekommen mit komischen Farben, die, ne, klar, ich weiß, ich bin auch nicht die
krasseste, beste, aber ich finde es ganz schlimm. So, ich benutze jetzt erstmal einen Primer, nur auf der Piercing-Seite und zwar von Nabla. Okay, meiner ist jetzt leer, weil ich habe den immer auf Vorrat. Den Angel Aura Primer, das ist der beste, den ich kenne. Funktioniert mit jeder Foundation, funktioniert bei jeder Hautfarbe, sorgt für einen schönen Glow, funktioniert bei jeder Art von Haut, sorgt dafür, dass die Foundation danach besser sitzt und sonstiges. Den benutze ich auf der Piercing-Seite und seht ihr schon den Unterschied, dass ich hier ein bisschen frischer, ein bisschen minimal frischer und besser aussehe und hier noch so tot und fahl und matt. Boah, ich will diesen Augenlook nicht mal angucken. So schlimm finde ich den gerade. Genau, weil das Ding ist, ich habe hier eine Foundation, die ist ohne Primer. Wir machen aber erstmal Concealer. Ich habe hier von Max Factor Facefinity All Day Flawless Concealer. Also mit Max Factor, die haben schon gute Produkte, die haben schon gute Concealer-Geschichten. Da habe ich echt schon gute Erfahrungen mitgemacht. Also, dass sie nicht so im Creasen, dass du die gut bearbeiten kannst, dass sie gut zu meiner trockenen Haut passen. Also das finde ich schon klasse. Ich mache das auch immer so. Ihr wisst, eine Schwäche von mir ist, dass ich einfach viel zu viel Produkt benutze, immer schon. Dass ich das auf den Handrücken tue und dann hier so mit dem Pinsel nach und nach auftrage. Und dann blende ich das gleich, also verblende ich das gleich mit dem Make-up-Eye. Ich muss jetzt einmal die Chance nutzen, die Gieß, für das beste Make-up-Eye, das ich kenne, Werbung zu machen. Und zwar Blendlam. Ich habe jahrelang nach dem Hersteller gesucht von genau diesem Make-up-Eye. Ich habe ihn gefunden. Ihr wisst, ich bin Produkttesterin seit über 7 Jahren und ich habe viele Make-up-Eier getestet, um halt das Bestmöglichste zu finden. Und das Beste, was ich kannte, war immer ein bisschen preisintensiver. Wenn ihr also ein Make-up-Eye sucht, was richtig klasse ist, 10,99 € wird das für euch das Krasseste sein. Also ich habe nichts Vergleichbares in der Drogerie getestet, was so wie Blendlam ist, im High-End-Bereich teilweise auch nicht. Nur halt einen, den ich echt krank fand, aber der mir immer ein bisschen zu teuer war. Und da bin ich richtig stolz drauf. Das ist eins der Produkte, auf die ich am stolzesten bin. Und für mich ist ein Make-up-Eye auch so das Wichtigste beim Schminken. Also du kannst deinen Pinsel vergessen, du kannst alles vergessen, aber wenn du dein Make-up-Eye vergisst, hast du Probleme. Und ich hatte das nämlich mal. Ich habe einen Preis als Vorbild auf Social Media gewonnen und ich habe alles Mögliche dabei gehabt. Ich habe mich selber geschminkt, außer ein Make-up-Schwamm. Und da hatte Charles, mein Kumpel, der war dabei, Gott sei Dank so einen ganz kleinen mit. Und da habe ich gemerkt, das Wichtigste für mich bei einem Make-up ist ein Make-up-Schwamm. So, ich dachte immer früher, okay, du kannst auf vieles verzichten, aber darauf nicht. Deswegen, ich verlinke euch Blendlam in der Infobox mit meinem Online-Shop. Jetzt habe ich hier von Catrice Ultimate Camouflage Cream. Das ist ein Produkt, das habe ich am Anfang meiner Social-Media-Zeit geliebt. Ihr seht, es ist sehr, also sehr fest von der Konsistenz, weil es halt so camouflage-mäßig ist und dadurch halt viele, umso fester etwas ist, umso mehr Pigmente hat es. Das ist jetzt nichts, was du unterm Auge als Concealer oder so nutzen kannst. Das ist wirklich etwas, das benutze ich jetzt, um diese ganzen roten Stellen so ein bisschen zu kaschieren. Ich benutze es nur ein bisschen im Augeninnenwinkel, weil ich halt so krasse Augenverfärbung habe. Und ich sage euch ehrlich, auch durch die Adventskalenderzeit mein Lifestyle sehr ungesund ist oder war, die ist jetzt vorbei. Und da habe ich einfach Augenringe bis zum geht nicht mehr. Ich habe es früher mega gefeiert, ich habe es mir jetzt nochmal geholt, weil die Verpackung sich geändert hat. Und oft ist es so, wenn die Verpackungen sich ändern, dass sich auch die Produkte ändern. Also ich finde, er ist jetzt zum Beispiel viel fester beim Benutzen als früher und dadurch auch ein bisschen schwieriger einzuarbeiten, obwohl ich halt so ein Chef, du hast jetzt ein Arschlochprodukt zum Einarbeiten. Aber er deckt immer noch gut ab. Früher fand ich ihn aber besser, weil er nicht so extrem fest war. Den Concealer von Max Factor finde ich ganz gut. Der ist ein bisschen schwerer als manch andere Concealer, die sie haben, die sich noch besser haben verblenden lassen. Aber es ist halt von der Deckkraft für mich mit trockenen Augen ein guter Concealer, wenn meine Augenringe eher so mittelstark sind. Wobei meistens sind sie aktuell einfach nur sehr stark. So, ich arbeite das Ganze ein. Dann habe ich hier für die Augenbrauen von Catrice Eyebrow Stylist Augenbrauenstift wasserfest. Ja, meine Augenbrauen versauen meistens mein Make-up, weil die einfach meistens so sehr dramatisch, sehr buschig sind. Aber ich kriege sie immer mehr in die Form, die ich haben möchte. Ich habe gesagt, sie wurden halt auch oft verzupft und Drama und sonstiges. Ich mache da jetzt gar nicht so viel. Ich versuche es nur unten so ein bisschen sauberer zu ziehen. Ich hatte jetzt eine Gesichtsbehandlung, da hat es sich ein bisschen sauberer gezupft, aber ich wollte halt das richtige Zupfen nochmal in Berlin machen. Weil ich war jetzt vor 2 Monaten in Berlin, da hat Safa, das ist auch eine Freundin, mir die gezupft. Ey, und noch nie hat jemand meine Augenbrauen so gut gemacht und deswegen dachte ich, okay, ich warte einfach bis zum nächsten Mal, wo ich in Berlin bin. Auch wenn der Preis ist, dass ich aussehe wie Mr. Levenstein von American Pie. Lässt sich schön mitarbeiten, ist nicht zu cremig, ist nicht zu fest. Einfach das so ein bisschen ausfüllen. Hier oben fehlt halt noch ein großes Stück, was dafür hier umso mehr ist. Also meine Augenbrauen sind immer ein dramatisches Problem. Aber damit lässt sich angenehm arbeiten. Mal sehen, wie die Haltbarkeit ist. Ich habe jetzt hier eine Foundation und deswegen habe ich hier jetzt kein Primer benutzt aus der Drogerie, weil ich habe hier von Maybelline
4-in-1 Glow Perfecta Foundation. Primer, Concealer, Highlighter, BB Cream. Und ich habe so viele Videos auf TikTok dazu gesehen, dass man damit so einen richtig schönen Look haben soll. Ich bin sehr gespannt, ob das so ist. Ich habe hier die Farbe Light Medium. Oh! Okay, da kommt was. Also Produkte, die so Primer und alles in sich drin haben, finde ich immer schwierig. Zum Beispiel M-Asam fand ich jahrelang scheiße, bis ich festgestellt habe, da war ich damals das Problem. Ich habe immer zu viel benutzt und brauche eine schöne Feuchtigkeitspflege vorher. Aber die meisten Produkte, die ich kenne, mit Primer in sich und allem, sind nicht so gut, wie es wäre, wenn du halt einen Primer oder so vorher benutzt. Bruder, was habe ich gemacht? Wow. Oh, ihr seht, mir passieren dieselben Fehler wie vielleicht euch beim Schminken. Oh, sieht sehr schön aus. Also sieht auch deckender aus, als ich gedacht hätte, jetzt das Maybelline-Ding. Hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, dass es sehr, sehr leicht von der Deckkraft. Farbe passt auch jetzt von der Dunkelheit her, aber macht mich ein bisschen fahl. Nicht fahl, aber so, ich weiß nicht. Weil auf TikTok gab es Videos dazu, die sahen so klasse aus, wenn die das benutzt haben. So richtig, als wären sie jetzt gerade frisch aus dem Urlaub gekommen. Kleiner Tipp, ihr müsst davon ausgehen, vielleicht gucken auch mal Leute zu, die null Berührungspunkte mit Make-up haben. Deswegen gebe ich manchmal so absolute Anfängertipps. Manche wissen nicht mal, dass man halt den Make-up-Schwamm anfeuchtet, weißt du, wie ich meine? Wenn ihr ganz nah am Auge etwas einarbeiten wollt, guckt immer so hoch. Das hilft da auf jeden Fall sehr. Krass, also die ist viel größere Deckkraft, als ich gedacht hätte. Schon schöner, leichter Glow. Ja, meine Augenringe sind halt immer noch, die sind mir immer noch zu stark. Weil ich finde, wenn du so ein starkes Make-up hast und dann so, das macht was aus, ob deine Augenringe gut kaschiert sind oder immer noch sehr krass sichtbar, weißt du? Und ich bin ja hier eh mit dem Augen-Make-up nicht so happy. Also der Concealer von Max Factor gefällt mir. Aber halt nicht bei den intensiven Augenringen, die ich aktuell habe. Also dafür hat er mir zu wenig Deckkraft leider. Deswegen gehe ich hier nochmal so rüber. Und guck mal, ich habe jetzt viel Farbe drauf und gehe erstmal hier so runter. Ich gehe nicht direkt hier oben in die Fältchen, sondern eher so da unter dieser Hauptfalte, die ich da unten habe. Das hat mir der Make-up-Artist von Anastasia Beverly Hills Europa gezeigt. Den habe ich auf dem Event getroffen. Der hat mich da geschminkt, hat er echt krass gemacht. Und ich meinte so, kann ich dir vertrauen? Er so, ja, kannst du. Ich so, ich hoffe. Ich vertraue mich, was Schminken angeht. Ich muss immer erst das Ergebnis sehen, bevor ich da jemanden krass vertraue. Egal, wie viele Preise er gewonnen hat oder sonstiges. Guck mal, ich habe jetzt auch verkackt. Ich habe das hier viel, viel zu hoch gezogen. Und hier ist noch zu... Also es sollte eher so sein, aber hier ist es viel zu hoch. Aber ich werde das hier jetzt dem anderen anpassen. Sieh beim Eyeliner. Ist der eine verkackt, zieht der andere nach. Belastend. So, ich habe jetzt hier als nächstes das Translucent Puder von Tamtam Beauty. Ich glaube, die hat sich jetzt umbenannt. Ich habe die letztens auf Instagram gesehen, da hieß sie irgendwie anders. Tara? Ich weiß nicht. Ich bin immer in meiner Welt. So, damit gehe ich erstmal so rein. Klopf ab und fixiere so ein bisschen. Oh, ich habe letztens auch von Purish so ein Puder getestet. Das habe ich bei einer anderen Influencer gesehen, bei Contra Junkie. Kuss an Kati, falls du das siehst. Mag ich mega gerne, ist echt ein toller Mensch. Und das war so ein pinkes von Danessa Myrick, so ein pinkes, transparentes Puder. Ich glaube, ich habe noch nie so ein krasses Puder gehabt. Also das war so wie Feenstaub. Das war echt krass. Also so, auch ein bisschen preisintensiver, weil die Marke, also ne, aber das war echt, also sowas habe ich noch nie erlebt. Das hier vermischt sich irgendwie doof mit dem Maybelline-Zeug. Also hier ist es schon crazy, hier ist es voll am Glitzern. Hier nicht, ganz komisch. Ist okay als transparentes Puder, hat jetzt für mich aber nichts, wo ich sage, ist jetzt für mich krass besonders. Ist schön leicht, aber sonst... Ist jetzt nichts, wo ich sage, boom, krass, wow, weiß ich nicht. Ja, das wird hier immer beschissener, doch. Ich habe jetzt, das sieht man halt nur aus der Nähe, goldene Schimmer-Glitzerstellen. Also hier sieht es aus, als hätte ich so Liquid Highlighter verteilt. Hier auch ganz doll. Hier wieder gar nicht, hier auch nicht. Also meine Base finde ich ganz schrecklich. Oh Gott. Ich habe jetzt hier einen L'Oreal Infallible Matte Liquid Liner. Damit mache ich einfach einen ganz dezenten Eyeliner. So sieht er aus. Ich persönlich mag Eyeliner mit einer Filzspitze am meisten. Kann ich halt am besten mit arbeiten. Hier wollte ich einfach sehen, ob er gut hält und sonstiges. Oh Gott, ich finde das so schrecklich gerade. Also es gibt gerade nichts an diesem Look, was mir gefällt. So, ich mache jetzt einfach so ein bisschen, gehe hier einfach jetzt so ein bisschen rüber. Kleiner Eyeliner nur, um die Haltbarkeit zu testen. Ich finde einfach, du kannst mit so Filzspitzen besser arbeiten als solche, die du hier irgendwo reindippst. Egal, ich halte jetzt den Mund. Ich verkacke nämlich immer, weil ich rede. Seit Jahren mache ich diesen Fehler. Da merkst du auch, wie lernfähig ich bin. Was habe ich getan? Bruder, brauche ich ein Geodreieck? Was ist los? Der ist hier unten. Der ist hier komplett lost, auf eigenen Wegen gerade unterwegs.
Was? Was? Bruder, bei Besuch einen Schminkkurs, denke ich mir gerade. Krass, jedes Produkt nervt mich fast bisher. Egal. Was ist das? Schau auf Abwägen. Bruder, was ist das? Konzentrier dich. Alter, krass. Mann, ich soll den ganzen Tag so rumlaufen und das wieder so ein Look. Ich würde am liebsten abbrechen, weil ich denke, was ist das gerade? Habe ich Schminken in meinem Arsch gelernt? Sind alle Produkte gerade komisch? Ja, es lässt sich ganz angenehm damit arbeiten, aber du musst halt manchmal schon drüber. Das ist halt auch ein Unterschied. Wenn du auf so Eyeshadow mit so einem Eyeliner arbeitest, will ich halt einen, wo ich nur einmal rübergehen muss, damit ich nicht 100-mal rummachen muss, weil dabei entsteht sowas. Okay, lass mich nachdenken. Wie retten wir das? Schritt für Schritt jetzt. Ja, damit arbeitest du halt auch echt kacke auf Eyeshadow. Du musst mehrfach drüber, damit er farbintensiv ist. Und mehrfach drüber ist immer gefährlich, weil du halt schnell verkacken kannst. Das nervt schon mal ein bisschen. Puh, da läuft hier gar nicht. Wow, ich habe mich lange nicht mehr so aufgeregt beim Schminken. Egal, positiv denken. Das schaffen wir. Ja, wer weiß, ne? Bruder, die sind auf komplett anderen Wegen gerade. Mir platzt gleich der Arsch. Also, mich regen gerade, also fast alle Produkte, die ich bisher, ich muss mich einmal aufregen, ne? Danach chillen wir wieder. Alle Produkte, die ich fast benutzt habe gerade, regen mich auf und funktionieren scheiße. So, okay, ich habe das Geld ausgegeben, ihr spart euch das für Flops, alles cool, scheiß drauf. Aber, was mache ich hier? Der eine ist gerade, der ist auf einer geraden Spur, der andere hat einen Höhenflug, der ist richtig auf Abwägen gerade. Bruder, wo gehst du hier entlang? Was willst du hier oben, während der hier so gerade ist? Ich will auch eigentlich nicht so einen weiteren Raketenstarter hier haben, aber mir bleibt ja jetzt nichts übrig, außer den, der auf einem guten geraden Weg ist, dem Arschloch anzupassen, der gerade Höhenflug hat. Ich bin Eyeliner von L'Oreal, ich gehe jetzt nach oben. Bleib doch auf dem richtigen Weg. Während dann diese Lidschattenfarben so verkacken, ich sehe aus, als hätte ich Schläge bekommen. Ich soll nachher auf den Weihnachtsmarkt, ich will aussehen wie ein hübscher Engel und nicht irgendwie... Wir retten das, wir atmen durch. Und jetzt regen wir uns auch nicht mehr auf, wir retten das. Aber wie? Indem wir einfach den auf dem geraden Weg... Ja, du musst jetzt auch auf die schiefe Bahn, Digga. Okay, der Raketenstarter ist immer noch... Nein, der ist immer noch... Wie willst du das? Weiß ich nicht. Mann, ey, wie L'Oreal, Digga. Du bist auch nicht jetzt die günstigste Marke in der Drogerie. Wie oft soll ich reingehen, damit du hier krasse Farbe hast? Ich will, dass ein Eyeliner auf Lidschatten Bombe funktioniert. Und wenn ich 100-mal über einen Eyeliner gehe... Wenn du aber über einen Eyeliner gehst, um ihn zu korrigieren, nimmst du dem Alten so ein bisschen auch Farbe weg. Also eine sehr komplizierte Geschichte hier gerade. Wow, richtig belastend. Okay. Hier fehlt halt auch viel Farbe. Okay, wir werden das jetzt auskorrigieren. Digga, ich mache jetzt ein bisschen Mucke. Wer weiß, wie lange ich hier noch hänge. Wundert euch nicht, hier kommt jetzt ein bisschen Lülü, während ich hier versuche, irgendwas aus diesem Kram zu retten. Wir benutzen jetzt einen Bronzer. Da habe ich hier von Catrice den Holiday Skin Luminous Bronzer. Der ist echt cool. Den mag ich richtig, richtig gerne. Also nicht der, sondern Catrice allgemein hat eigentlich immer schöne Bronzer- und Rouge-Produkte. Mann, wo ist der Pinsel für mein Rouge? Das wird ein sehr aggressives Video. Egal, wir kriegen das hin. Ja, und deswegen habe ich mir den hier geholt, weil ich habe eigentlich mit Bronzern und Rouge-Sachen und Highlightern von Catrice, das machen die schon sehr, sehr gut. Deswegen einer, also mein Lieblingsbronzer außer Drogerie ist auch von Catrice. Oh, oh, duftet schön. Also so ganz leicht so, ja, nach so Macadamia, Nuss, weil so angenehm, sehr angenehmer Duft. Arbeiten wir mal ein bisschen ein, damit das hier ganze, das Ganze so ein bisschen Farbe und irgendwas kriegt, damit es nicht so kacke aussieht. Ich bin halt jetzt auch hart am Überlegen schon die ganze Zeit, ob ich, ihr kennt meinen Trick, eines meiner Lieblingssachen bei Make-up, einen Glitter-Eyeliner hier entlang setze, weil der ist jetzt nicht aus der Drogerie, das wäre jetzt von Urban Decay, der Heavy-Metal-Liner. Einfach, um das zu retten, weil das ist immer so, ne, meistens, ich finde, das ist immer sehr schön bei Make-up, das kaschiert auch manchmal, weil ich kann jetzt nicht so viel Lidschattentechniken. Dann fällt das vielleicht nicht so auf, ich weiß nicht, manche finden aber, dass es das Ganze versaut. Schwierig. Weiß ich noch nicht. Ich muss noch gucken, wie sich das hier entwickelt. Bronzer gefällt mir sehr gut. Liegt sehr schön auf der Haut. Lässt sich schön verblenden. Lässt sich schön, also macht direkt was aus. Also direkt ein schöner Unterschied. Gefällt mir sehr gut. Dann habe ich hier von Trended Up eine Blush-Palette. Die beste Contouring-Palette, die ich kenne aus der Drogerie, ist auch von Trended Up. Sonst nichts, aber viele haben ja nichts nicht. Da ist die Farbe 010, so ein Blush-Set. Ja, der hier wird mir persönlich viel zu hell sein. Aber ich denke, der hier weiß ich nicht. Okay, geht noch. Ich glaube, der hier ist so ein bisschen glowy. Also die haben so ein ganz leicht... Der hat am meisten Schimmer und der Rest geht so. So ein bisschen nur, aber ich glaube, da kannst du schön was mit zaubern.
So, ja, aber ich glaube, die Palette ist doch eher für hellere Hauttöne gedacht. Ich habe jetzt aber keine andere Farbe dort gefunden. Und mittlerweile mache ich so, dass ich einfach alles, was ich nicht kenne, in Drogerien mitnehme, um es für euch zu testen. Nicht, weil ich der beste Make-up-Künstler bin. Ihr seht, bei mir läuft nach so vielen Jahren immer noch was schief und ich reg mich auf, obwohl Eyeliner mittlerweile etwas ist, was ich oft meistens, also mehr schaffe als nicht schaffe. Weil wenn du so viele Sachen getestet hast, hast du ja auch irgendwann Erfahrungswerte, ne? Also ich muss hier schon, wie ihr seht, viel reingehen, um mehr rauszuholen. Was aber auch daran liegt, dass die Farben, also sind nicht so krass pigmentiert, finde ich jetzt. Ist aber okay so, aber vor allem ist der zu hell für mich. Ich gehe jetzt die ganze Zeit in den hier und versuche so ein bisschen so einen rosigen Touch hier zu entwickeln. Lieber sehe ich ein bisschen clownig rosa aus, anstatt als hätte ich Schläge bekommen. So, ich gehe jetzt nochmal mit dem Tamtam-Puder hier unten entlang. Einfach um das so ein bisschen hervorzuheben. So finde ich es angenehmer zum Auftragen als jetzt so einfach nur als Puder, also so, ne? Aber es hat mich trotzdem, ist okay. Okay, hier creased auch noch nichts. Das ist krass, das finde ich super. Jetzt benutze ich von Catrice den Volume Lift Brow Mascara Stift. Mascara-Dings, Augenbrauen-Dings. Einfach, um das hier so ein bisschen zu bürsten und zu gucken, wie es hält. Die meisten Fixing-Gels und sowas aus der Drogerie klappen nicht bei mir, weil ich sehr wilde, sehr dramatische Augenbrauen habe mit sehr dicken Haaren, die halt einfach ihr Ding machen. Was bei mir am besten aus der Drogerie klappt, ist tatsächlich von Got2Be dieser Kleber. Dieser Augenbrauen-Fixing, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Der hier ist nicht so schlecht. Aber er kriegt natürlich auch die ganz wilden Haare nicht gezähmt. Aber er kriegt mehr gezähmt, als ich gedacht hätte. Also doch. Also der ist schon gut. Hier hinten ist schwierig. Das sind die ganz wilden. Die sind ganz verrückt unterwegs. Also selbst wenn ich da so rumdrücke oder frisch reingehe, kriegt er die nicht gezähmt. Und ich will halt auch bei so einem Produkt, dass du keine weißen Flecken hast. Keine krass weißen Spuren, weil du halt zu viel benutzt. Ist egal, Digga. Ich will, dass das Produkt, also das sind halt meine Anforderungen, funktioniert. Weil du musst davon ausgehen, du hast manchmal jemand, der gar nichts mit Make-up zu tun hat, aber sich durchprobieren will. Du hast manchmal Profis. Ja, er ist nicht schlecht. Leicht über dem Durchschnitt, würde ich sagen, jetzt für Drogerie-Level. Mal sehen, wie es auch im Laufe des Tages ist. Das ist ja auch nicht außer Acht zu nehmen. Ja, mein Make-up hier ist eine komplette Katastrophe. Als hätte ich flüssig Lidschatten benutzt. So sieht das hier gerade aus. Also mit diesem Glowy-Kram, weißt du? Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich habe jetzt hier von Neo Make-up ein Highlighter für Face and Body. Das ist, glaube ich, die Eigenmarke irgendwie von Neo Nails. Gehe ich jetzt einfach hier mit entlang. Müssen wir mal drauf achten, wie sich das im Laufe des Tages macht. Erinnert mich schon sehr eher an einen Lidschatten vom ersten Eindruck als an einen Highlighter, weil er einfach sehr stark da ist. Ja, Digga, komm, wenn ich hier unten entlang gehe und mein Augenbrauenzeug ist schon getrocknet, also das ist jetzt hier nicht mehr flüssig, ist er für mich sehr lidschattenlastig, anstatt jetzt Highlighter-mäßig. Auch vom Ton ist er für mich persönlich, glaube ich, ein bisschen zu hell. Also Bruder, er ist halt eher so diese weiße Richtung. Als Highlighter ganz vorsichtige Geschichte jetzt. Also ich finde ihn auch sehr zu pudrig pigmentiert für so einen Highlighter. Das ist für mich ein Lidschatten und kein Highlighter. Also ich weiß nicht, wie man es erklären kann. Aber jetzt einfach von Erfahrung her, weißt du, er ist einfach so grobkörnig pudrig. Und das ist für mich eher in Richtung Lidschatten. Also ein Highlighter ist für mich viel feiner, viel leichter. Oh, kritische Geschichte. Auch hier, jetzt habe ich hier zwei so weiße Streifen. Wer ahnt denn auch, dass der so lidschattenmäßig ist? Ich muss jetzt erstmal ausblenden. Ja, jetzt ist aber hier so doll und hier nicht. Sieht ja auch komisch aus. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Pinsel, mit dem Restbronzer hier so drüber, damit das so ein bisschen sich mehr vermischt. Ich gehe auch mit dem Rest vom Rouge hier nochmal drüber. Jetzt habe ich hier ein Setting Spray von Rival Loves Me. Verlängert die Haltbarkeit vom Make-up. Eigentlich habe ich auch so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, so ein Ventilator, aber Gott weiß, wo er ist. Also mache ich es einfach so drauf. Okay, der erste Duft ist in Richtung Haarspray, nur in flüssig. So, jetzt lassen wir das Ganze mal trocknen. Jetzt benutze ich eine Mascara und zwar von Maybelline The Falsies Volume Express mit so einer gebogenen Bürste. Ja, das Rival Loves Me Fixing Spray, also von der Haltbarkeit bin ich gespannt, werde ich im Laufe des Tages sehen. Hat jetzt für mich aber nichts gemacht in Richtung, dass das Make-up schön miteinander verschmilzt. Ne, das ist ja für mich, also das ist ja eigentlich das Beste, wenn ein Fixing Spray dafür sorgt, dass dein Make-up schön verschmilzt und lange hält. Die Mascara trennt die Wimpern schön, macht eine gute, also ja, macht mehr Länge als Volumen, finde ich, auf jeden Fall. Aber du kannst öfter reingehen, öfter drüber gehen, sie trennt die schön, finde ich schon mal super. Ich habe mich jetzt auch gegen diesen goldenen Dings entschieden, scheiß drauf. Probieren es romantisch. Ist eine angenehme Bürste, also durch diese bananenförmige Biegung kannst du schön über deine Wimpern gehen. Macht eine, also Mischung aus Länge und Volumen ist okay. So, das ist, glaube ich, so eine schöne Alltagsmascara. Je nachdem, ob sie jetzt auch noch Panda-Augen macht, das werden wir auch nochmal rausfinden im Laufe des Tages. Ich hoffe nicht, damit ich nachher nicht mit den heftigsten Panda-Augen ever über den Weihnachtsmarkt laufen muss.
Aber sie macht schon ein bisschen mehr Länge als Volumen. Wenn du jetzt 50 mal rüber gehst, geht sie natürlich trotzdem leicht in die Richtung Spinnenbeine. Aber es ist noch absolut okay. Ah, angenehme Bürste, also cool mit dieser Bananenform. Du musst schon einige Male reingehen, damit du hier was hast. Also das glaube ich echt so eine Alltagsmascara. So, jetzt lassen wir das Ganze mal trocknen. Dann korrigieren wir die Stellen, wo ich entgegengekommen bin mit einem Q-Tip. Wenn sie trocken sind, so mache ich das immer, weil ich auch oft recht zittrige Hände habe. Aber schon süß. Also das ist auch für so No-Make-up. Also weil, weißt du, wenn du ein dezenteres Make-up hast, willst du auch keine Mascara, die jetzt dir Augen, also Wimpern bis hier macht oder krass Volumen und Länge, aber Spinnenbeine und. Latten wir das Ganze mal trocknen, alles klar? So, jetzt kommt der letzte Schliff. Ich habe hier von Maybelline ein Lifter-Gloss mit Hyaluron in der Farbe 002 Ice. Riecht sehr süß. Ist für mich einfach... Ja, okay, nicht ein ganz durchsichtiger Gloss. Der hat schon sowas ganz leicht Milchiges. Angenehm zu verteilen. Ist aber vom Duft her okay, also vom Süßduft her. Sieht schön aus auf den Lippen, hat so einen ganz leichten, schönen, milchigen Schimmer. Ja, ich gucke mal, ob ich irgendwas zaubern kann aus dem hier. Ja, Mann, was soll ich denn? Ich versuche mal was. Und dann sprechen wir über den fertigen Look. Und dann gucken wir, wie es bis heute Abend hiermit wird. Was wir daraus zaubern. Ja, wir haben schon gezaubert, wie es sich macht. Moment. Das ist jetzt mein Make-up of the day. Ich habe gerade beim Ohrring ranmachen festgestellt. Also wenn es euch während dem Video aufgefallen ist, schreibt mir gerne wann, dass mein zweiter Ohrring weg ist. Habe ich überhaupt mit einem angefangen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall trage ich eigentlich immer Ohrringe, und weil ich teste welche für meinen Shop. Aber irgendwie habe ich den verloren. Ich weiß nicht, ob vor dem Video, während dem Video, keine Ahnung. Ja, das ist jetzt das Maximum, was ich rausholen konnte. Ist okay. Also Augenbrauen sind jetzt schon völlig wild. Also das Fixing Spray, ja, keine Ahnung, Riesendrama. Ja, ich habe halt überall, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, so goldene Highlighter stellen, so flüssig, so wie, als hätte ich hier Puder-Highlighter raufgepackt. Hier wieder gar nicht, hier voll. Also ich finde, ich sehe nicht komplett kacke aus. Ich finde aber auch nicht, ich sehe gut aus. Also für mich ist das eine 3-, aber besser als das, was ich dachte, wohin es vielleicht führt. Wir schauen, wie sich das Ganze im Laufe des Tages macht. Sprechen heute Abend nochmal. Ich traue mich nicht mal zu sagen, schreibt mir, wie ihr den Look findet, sag ich euch ehrlich. Ich finde ihn, ja. Geht so. Also auch vom Augenbrauenstift, die Stellen, wo ich aufgefüllt habe, ist irgendwie, hier ist jetzt gar nichts mehr. Was ist los? Hä? Was? Wir haben nicht mal angefangen, den Look zu tragen. Schauen wir mal. Ja, wir sehen uns heute Abend, dann bewerten wir das Ganze und mehr kann ich dazu nicht sagen. Bis später. So, Digis, ich habe jetzt den Look viele Stunden getragen und ich muss sagen, der hat sich gar nicht mal so schlecht gemacht. Also, wir hatten ja Probleme, die von Anfang an da waren. Die wurden jetzt auch nicht besser. Zum Beispiel das Fixing-Brow-Zeug hat sich ja... Bro, ich habe einfach so ein Haarband genutzt und das hat sich schon alles verschoben. Also, die sind noch okay von der Form her, aber es hält halt nicht so viel aus. Dafür ist es aber ein angenehmer Kleber gewesen, der jetzt keine weißen Spuren und sonstiges hinterlässt. Der Eyeliner ist da geblieben, wo er ist. Die Mascara hat keine Panda-Augen gemacht. Das fand ich ganz gut. Lipgloss war nach sehr kurzer Zeit weg, also 2 Stunden oder sowas. Ja, der Rest ist relativ gut am Platz geblieben. Ich habe halt trotzdem diese Probleme gehabt, die ich von Anfang an mit der Foundation hatte, dass sie hier cakey war und hier und fand ich alles eher geht so. Aber auch vom Fixing Spray fand ich jetzt, also hat jetzt, obwohl es nach Haarspray roch, nicht dieses komische Gefühl gemacht, was man manchmal hat, dass die Haut so zusammengezogen ist und weißt du, das ist ja bei manchen Setting Sprays so. Ich habe die Sachen aus dem Video nach Haufen sortiert, doofer mittlerer Haufen, guter Haufen, das zeige ich euch jetzt und das war's dann auch. Hier seht ihr einmal die Sachen aus dem Video. Das ist der doofe Haufen, beziehungsweise der Haufen, wo ich einfach sage, ich habe da jetzt nichts gemerkt, was für mich krass ist. Das ist der mittlere Haufen und das ist der gute Haufen. Tatsächlich behalte ich trotzdem sehr wenig aus diesem Video. Ich erkläre euch gleich mehr dazu. Hier haben wir jetzt einmal die Sachen. Also beim Liquid Liner für den Preis von L'Oreal fand ich es einfach schade, dass man damit nicht so gut auf Lidschatten malen kann und immer wieder drüber gehen muss. Genauso wie wenn man über ihn drüber geht und was korrigiert, dass die Farbe weggeht. Lidschattenpalette fand ich okay, er geht so. Ist jetzt natürlich nicht das teuerste in der Drogerie. Farben fand ich sehr schön, aber ich mag halt welche, die farbintensiver sind. Deswegen, ja. Bei diesem Perfekter-Ding von Maybelline, was jetzt so gehypt ist auf TikTok, fand ich am Anfang gut, aber als es dann getrocknet ist, fand ich sehr schade, dass du überall so Glitzerpartikel hattest, habe ich jetzt nicht so gefeiert. Dann hier von Tamtam, das lose Puder, hat jetzt für mich nichts Überdurchschnittliches gehabt oder irgendwas, wo ich sage, das muss ich behalten. Also ich habe jetzt zu einem Catrice-Puder oder so keinen Unterschied gemerkt. Die Brow-Mascara, na Digga, packen wir doch in die Mitte. Packen wir mal in die Mitte, aber kommen wir gleich zu. Ja, dieser Augenbrauenstift von Catrice war am Anfang ganz gut, aber er war ja
ja dann bei meinen Augenbrauen relativ schnell weg. Ich habe keine Ahnung warum, weil eigentlich sollte so ein Stift das aushalten, auch wenn du mit so einem Gel drüber gehst. Dann haben wir hier den mittleren Haufen, das Catrice-Ding. Macht keine weißen Flecken, fand ich ganz cool, werde ich behalten für mögliche Drogerie-Videos. Aber ist jetzt für ganz borstige Augenbrauen nicht so geeignet. Ja, das von Neonails, das Highlighter-Ding ist für mich einfach ein Lidschatten und einzelne Lidschatten, finde ich, geht so. Aber hat eine gute Kraft gehabt, also eine Farbintensität, die mir gut gefallen hat. Aber das ist für mich kein Highlighter, sondern ein Lidschatten. Setting Spray von Rival Loves Me fand ich super für den Preis. Hat mir gut gefallen, hat das Make-up schon so ein bisschen haltbarer gemacht. Hat es jetzt nicht schön verschmelzen lassen, aber ey, für den Preis super. Camouflage von Catrice fand ich, wie ich schon im Video gesagt habe, damals besser. Ist okay, wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte und stark abdecken möchte, weil es gibt nicht so viel Camouflage-Produkte in der Drogerie. Dann haben wir hier von Essence die Eyeshadow Base. Die hat mich echt positiv überrascht. Die werde ich behalten für weitere Drogerie-Videos, weil eigentlich, habe ich euch ja gesagt, mag ich Silikonsachen, geht so. Aber die hat mir doch ganz gut gefallen. Die möchte ich mir genauer ansehen. Der Concealer von Max Factor war ganz cool, aber der ist nichts für sehr starke Augenringe. Für den Alltag aber, glaube ich, eine gute Sache. Ja, die Palette, Preis-Leistung finde ich super, aber ist leider ein bisschen zu hell für mich. Lipgloss hat eine sehr schöne Farbe, hält aber nicht so lange. Ich würde mir ein bisschen mehr Haltbarkeit wünschen. Also nach 2 Stunden fast weg zu sein, finde ich auch, naja. Die Mascara fand ich ziemlich gut. Sie hat mir für meinen Geschmack, ich mag es halt immer doller, zu wenig Länge und Volumen gegeben. Aber es ist eine super Mascara für den Alltag, für Länge und Volumen. Ist es eine schöne Mascara, auch mit der Bürste hat es mir gut gefallen. Und der Bronzer von Catrice hat mir super gefallen. Sehr angenehm zu verblenden, schöne Farbe, sitzt schön auf der Haut, fand ich richtig super. Ja, und am Ende behalte ich jetzt von allen Sachen tatsächlich nur die hier oben für weitere Drogerievideos, weil die ganz gut abgeschnitten haben. Das sind die Sachen, die ich nicht so behalte, obwohl ja manche davon ganz gut waren. Ja, das ist jetzt das, was ich so dazu sagen kann. Ja, Digis! Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder einen Kommentar oder vielleicht sogar beides. Und vor allem, wenn ihr Erfahrung mit den Sachen habt, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Und das war's dann auch an dieser Stelle. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und ja, ich sage Tschüssi mit Küsschen und auf Wiedersehen.